Ein Auto-Crafting Table, okay. Nett mit Diamanten, aber wir verbrücken die Dinger. Warte mal. Chunk. Da. Was können wir das eigentlich benutzen? Für die, okay. Und sonst eigentlich nicht, ne? Enrichment. Wir brauchen die Lorie Moral oder sowas. Wenn man die köftet. Also hätte man erstmal Diamanten noch, ne? Ja, machen wir erst Diamanten raus. Na komm, Dankeschön. Auto. Der ist auf jeden Fall fertig. Vielleicht lässt sie auch. Industrie 2, diese kleinen Solarpanels, die kann man automatisieren. Das geht. Das funktioniert eigentlich ganz herrlich. Da bekommen wir ganz viel von diesen Crafting Tables und ganz viel Pipes nutzen. Das können wir eben auch machen. So eine automatische Anlage dafür. So. Das heißt, der jetzt das kriegt, ja, gehe ich jetzt noch hier rüber. Ich glaube, das war so die beste Option. Dass man das ein bisschen breiter macht. Komm, eigentlich ganz gut. Mit allem noch aus hier. Dann können wir nämlich das hier wegpumpen. In den Autocurve da rein. Insert. Extract. Wieder im Kompressor rein. Insert. Dann erstmal schauen. Extract mit einer Chest. Insert. Wo wir dann hier. Der macht dann den Chunk. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Chunk. Sie dann in die Mitte kommt. Da. Sie kommt in die Mitte. Der craftet jetzt. Also ich bräuchte noch ein paar mehr davon, ne? Ein bisschen mehr von dem Zeug holen. Sieht mir cool aus dem Grund, da können wir schon mal eine Produktionsstätte machen. Wo makelt der denn hier so? Oh, ich habe gerade was gesehen, was eigentlich ganz gut ist. 2, 3. Da oben 211.000 Elorium. Auch schon wieder 150.000 dazu gehabt. Was ist das jetzt hier? Ja, von hier aus kommt jetzt, glaube ich, die Charcoal rein. Ja, kann er produzieren. Wie viel hat er hier drin? Ja, da 7. 8 brauche ich ja. Ja, wir können es jetzt so machen. So. Weut. Ja, die können euch. Der braucht jetzt nicht connecten. Der kann da connecten, das ist nicht so schlimm. Vielleicht läuft er dann ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. So, du produzierst jetzt da rein. Upp. Einmal. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Jetzt brauche ich noch eine Chest an der Stelle vielleicht. Würde ich sagen, dann extract hier. Insert. Dann das Charcoal hier holen. Ach, das Obsidian. Ich glaube, ich gehe mal so ein paar
Ebene nach unten hin. So. Ah, einen müssen wir noch. Glück gehabt. Da hätte ich fast die Leitung kaputt gemacht. So. Und jetzt können wir extract. Dann Save Items. Und das Ganze wieder zu hier. Ich glaube, dann haben wir alles. Insert. Füllt er jetzt? Erfüllt, erfüllt, erfüllt. Alles klar. So, Deckel noch da vorne zu machen. So, ich glaube, jetzt soll das klappen. Wo sind wir denn jetzt? Wir brauchen noch ein paar. So, nochmal, wenn ich einfach ein bisschen, so ein bisschen gedulden mit dem ganzen Quatsch hier. Ich glaube, wenn ich jetzt schon mal. Ja. Können hier, glaube ich, zumachen. Wir können da zumachen. Hier auf jeden Fall. Mal jetzt mal zu, wo ich zumachen kann. Da muss ich auch nicht mehr dran. Da auch nicht mehr. Ich glaube hier auch später nicht mehr. Das könnte weg. Okay, ich kann connect, alles klar. Machen wir das auch mal zu. Oh, keine Steine mehr. Steine. So. Das natürlich auch hier. Jetzt werden wir jetzt das ein bisschen so zumachen. Ich weiß nicht, ob dann mehr aufhört. Ja, hier wird es überall mehr. Also. Das sieht, also was ich jetzt mittlerweile an Maschinen überall habe. Kommt man mit dem ganzen Ausmaß manchmal gar nicht hinterher. Da müssen wir noch ein bisschen Platz lassen. Das ist schon ganz gut. So. Jetzt schäfe ich noch eine Fackel hier rein. Da noch eine. Ah, der produziert gerade nicht, okay. Wenn ich jetzt sage, jeder kriegt seinen einzelnen Strang. Oder ist der voll? Ah, der ist voll. Ah, okay. Der ist auch voll. Der füllt sich dann. Der füllt sich hier. Der füllt sich. So, dann produziert er das. Jetzt müssen wir abwarten, dass er den ersten produziert. Den Chunk macht er dann rein und dann kriegen wir Diamanten, Diamanten. Freue mich ganz drüber. So. Das habe ich auch geschafft. Eine Stunde 20. Oh, eine Stunde 20 ist ganz okay. Ich möchte das hier sowieso ein bisschen ändern. Das Video kommt. Kommt das denn? Wann kommt das denn? Ich glaube am Mittwoch. Gut, wenn ihr das jetzt seht, ist das schon sowieso ein bisschen länger her. Schauen wir gerade, das kommt am 14. Also seht ihr dann, wie lange ich jetzt dann im Voraus wieder aufgenommen habe. Aber dazu dann am 14. könnt ihr euch das Video noch angucken. Das ist nur ein kleines Update-Video zu der ganzen Sache. Alles hin und her. Dann schauen wir mal, was weiterkommt. Jetzt warten wir ab, was hier noch alles
Läuft, ja, jetzt läuft es auf jeden Fall. Der läuft jetzt auch automatisch. Und dann können wir alles. Ja, dann können wir hier es ein bisschen verarbeiten. Was kam denn da raus? Da kam ja dieses andere Zeug aus. Auch Bienenwachs kam da raus. Honeydrops. Und so, das kann ja dann alles da rüber gehen. Und dann können wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr das seht. Ihr seht die Maus hier, aber ihr seht sie nicht auf der Oberfläche über dem Bild. Hier. Das können wir wegstreichen. Das heißt, wir können uns dann um den Wingpark kümmern. Und die Bioanlage. Da können wir uns auch drum kümmern. Das machen wir beim nächsten Mal. Oh, mein erster Diamant ist fertig. Yay. Auch nicht mehr viel. Er ist der produzierter Diamant. Und damit würde ich sagen, wenn es dir wieder gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt oder irgendwelche anderen Mods, die jetzt noch kommen werden, wie gesagt, Faunkraft, Botanica, kommen noch. Definitiv. Besonders Faunkraft, da habe ich extrem viel Lust. Was haben wir denn noch für Mods? Mods. Vielleicht Agrar. Agrarkraft, dass ich mal gucke, wie das funktioniert. Da gibt es viele, viele Sachen. Hier. So mit Bottichen. So komische Leitung. Vielleicht machen wir da was, so kleines Anbaufeld. Guck ich mal. Beinkohl sind, glaube ich, nur mehr Flüssigkeiten. Ja. Blood Magic kenne ich. Ja, Deku-Kraft gut. Computerkraft kommt vielleicht auch noch mal was. Fungi-Boom. Forge Microblocks ist ja nichts anderes. Forbidden Magic, mal schauen. Vielleicht machen wir das damit auch mit was mit. Vielleicht lässt sich es kombinieren mit einem anderen. Da gibt es auch ein Buch für. Forbidden Magic. Dass man vielleicht was hinkriegt. Worth Cage. Phenomic. Ah, das schaue ich mal. Lässt sich bestimmt auch was finden. Eine Art Buch oder so. Wie gesagt, darum kümmere ich. Was hat man noch? Magic? Ne, wie heißt Witch? Witchery, genau. Gibt es auch noch einige Sachen. Ja, Magic, Simple Jackpacks, Swingboards, Farmcraft, Tinkers, Kemba. Ja, Witchery. Das ist dann halt nur das, was da noch ansteht. Und dann hätten wir fast schon alles durch. Aber das kann auch sich noch ein bisschen durchgehen, Presser. Vielleicht noch hier was von Pam's Harvest Craft. Nuklear, vielleicht noch was aufbauen. Weiß nicht, was Mantal ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich werde mich noch ein bisschen reindenken. Die Schienen müssen ja auch noch umgeändert werden. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Flash und LP und tschüss.